Herzlich willkommen zu unserer neuen Frühstücksreihe im neuen Jahr 2022. Ja, wir sind unterwegs mit Jesus. Wir entdecken die Bibel, das Wort Gottes, und wir schauen und wir staunen immer mehr, wie sich das Wort Gottes wortwörtlich erfüllt. Und alle Zeichen, die Jesus uns vorausgesagt hat, alles haargenau erfüllt wird. Und wir verstehen die Bibel immer besser und immer besser, weil sich alles, schon fast alles erfüllt hat und noch weiter erfüllt, das, was Jesus vorausgesagt hat. Und ich bin begeistert, dass Jesus genau weiß, wann was dran ist. Und ich konnte das nicht planen. Ich weiß ja manchmal nicht, in welchem Kapitel wie viele Themen sein werden. Das mache ich nicht auf Vorrat oder so. Ich schaue immer, wie es weitergeht. Wie viel Zeit brauche ich für ein Thema? Wie viele Verse kann man das unterteilen? Und ja, heute gehen wir in das Kapitel 15, Johannesevangelium. Und ich glaube, das Bild passt ganz genau in unsere allerletzte Zeit. Jesus war damals unterwegs mit den Jüngern auf dem letzten Weg vor dem Kreuz. Die waren auf dem Weg nach Gethsemane. Und Jesus sprach und er sagte, der Vers 1 im Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. 1 bis 3. Vater, wir segnen dein Wort und wir beten, dass du das Richtige gibst jedem von uns. Lenke du meine Gedanken, mein Herz, meine Zunge und lass du das kommen, was jeder von uns braucht. Gib du jedem nach deinem großen Reichtum und nach deiner Gnade. Ich danke dir, Vater, für diese Möglichkeit, auch dass dieses Brot über die Wellen des Internets hinausgetragen werden, dort, wo man es braucht. Ich danke dir, Jesus, ich lasse es fahren. In deinem Namen. Amen. Ja, dieses Wort, das ist ein besonderes Wort, weil es wieder ein Bild ist. Ich stelle mir es so vor, dass sie vielleicht gerade an einem Weinstock vorbeigegangen sind. Vielleicht war er besonders schön, so schön, wie ich einmal in Israel einen Weinstock gesehen habe. Und ich habe ein Bild gemacht und habe gedacht, vielleicht kann ich das Bild irgendwann gebrauchen. Ja, ich hoffe, dass es klappt und dass ihr das Bild sehen könnt. Es ist ein wunderschönes Bild, ein Weinstock, ein ganz großer, dicker Weinstock und er geht sehr hoch. Oben sieht man sehr, das ist wie eine Laube oder so, wo viele, viele Reben sind. Die kann man wahrscheinlich nicht zählen. Und wenn das heute vor meinen Augen, ich habe es heute aufgesucht, das Bild, und habe es geschaut. Also da kann ich erkennen, Jesus, den Weinstock und die ganze Reben, das ist seine Braut. Das sind die Menschen wie du und ich und wir machen es aus und wir bringen seine Frucht. Ja, ich bin gespannt, was er uns alles geben wird. Wir sehen hier, Jesus ist der Weinstock, freiwillig. Der Vater, der Weingärtner,
Er hat den Weinstock gezüchtet und gepflanzt. Dazu mehr gleich. Jede Rebe an mir, sagt Jesus, du und ich, das sind jeder, der freiwillig zu Jesus gekommen ist und hat sein Leben ihm anvertraut und ihn zu sich in sein Leben eingeladen. Es geht in erster Linie, wenn wir von dem Weinstock sprechen, es geht um Frucht, weil wir sehen, der Vers 2, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also eindeutig, es geht um Frucht. Im Alten Testament, damit uns besser klar wird, warum gerade der Weinstock und nicht irgendein anderer Baum. Im Alten Testament spricht Gott über den Weinberg und den Weinstock und sein Volk Israel. Wir lesen Jesaja 5, Vers 7. Der Weinberg des Herrn Zebaoth aber ist das Haus Israel und die Männer von Juda seine Pflanzung, woran er Lust hatte. Er wartete auf Recht. Sieh, da ist Rechtsbruch auf Gerechtigkeit. Sieh, da ist Geschrei über Schlechtigkeit. Gott hat den Weinberg sorgfältig gebaut, steht es im Kapitel. Also wenn man den Kontext liest, kann man hören, wie Gott sich bemüht hat und hat diesen Weinberg gepflanzt. Das ist das Volk Israel. Er hat mit viel, viel Mühe dieses Volk gezeugt und gesammelt. Und dieses Volk, das er für sich auserwählte, wurde immer wieder treulos. Sie haben falsche Götter angebetet und haben ihnen gedient. Gott war einfach müde von dem, was die ständig gegen Gott gemacht haben. Auf einer Stelle sagt Gott, er kann nicht mehr und sieht niemand, wer helfen könnte. Und deshalb hat er sich selber stark dazu gemacht und hat mit seiner eigenen starken Hand Hilfe geschaffen. Und die Hilfe auf diesem Bild ist der Weinstock. Es geht wahrscheinlich in dem, so wie ich das verstehen kann, ich bin vorsichtig, nicht, dass ich was, ihr dürft gerne prüfen. Und wenn ihr andere Gedanken habt oder bestätigende Gedanken, schreibt doch unten in den Kommentaren, sodass wir vielleicht einander näher kommen. Jesus ist der Weinstock, Gott selber der Vater. Er hat ihn auserwählt und er hat Ja gesagt. Er kommt und pflanzt diese Wurzel in die Erde hinein. Das heißt, Jesus kommt vom Himmel herunter, wird in die Erde gepflanzt, in den menschlichen Körper, der aus Erde besteht. Und Jesus in diesen 33,5 Jahren ist da einiges gewachsen. Und da zu dem Zeitpunkt, wo er zu den Jüngern spricht, sagt er, wo er von den Reben spricht und sagt, ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Da waren nur 11 Reben. Eine Rebe ist schon ausgeschieden. Der Vater hat sie abgeschnitten, weil der Mann, der sich abgesagt hat von Jesus und ist hin, hat Jesus verkauft für 30 Silberlinge und er ist ausgeschieden. Der Mensch hat sich selber entschieden. Das Wunderbare und Interessante ist, an diesem Weinberg
alles ist nur freiwillig. Jesus kam auf diese Erde freiwillig. Er hat eingewilligt in den Plan des Vaters im Himmel. Und die Jünger, wenn wir das Evangelium lesen, lesen wir überall, Jesus kommt und sagt, folge mir nach. Und sie alle sind freiwillig gefolgt. Und es gab damals noch viel mehr, auch von den Frauen und so. Vielleicht waren die noch nicht so ganz, waren nur immer wieder mal unterwegs mit Jesus. Aber diese 11, die waren immer bei Jesus. Und deshalb spricht er zu ihnen. Also der Weinstock ist noch ganz jung. Und ich stelle mir so das vor, dass Jesus selber die erste Frucht gebracht hat, weil da, wo er am Abendmahl sitzt, am letzten Mal beim Mahl, nahm er den Kelch und er sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das steht in Matthäus 26, Vers 27. Heute, glaube ich, ist der Weinstock schon so groß gewachsen und ganz viele Reben sind da dran. Weil, und die Reben kann man gar nicht zählen. Das sind wir, das Volk Gottes. Es ist nicht nur das Volk Israel, weil Gott hat vereint das Volk Israel und alle Völker und Nationen, alle Menschen. Er hat gesagt, das Evangelium wird bis an das Ende der Welt gepredigt. Und wenn alle das Evangelium gehört haben, dann kommt Jesus wieder. Und wir wissen, es ist fast soweit. Heute übers Internet und Flugzeuge und also die Handys und alles, wo das Wort sehr schnell, die Nachrichten sehr schnell vermittelt werden können, da geht die Übersetzung oder die Erreichung der Völker noch viel, viel mehr. Jesus spricht von dem Weinstock und sagt, ich bin der Weinstock. Und wir wissen, dass aus der Wurzel kommt der Saft. Und die Frucht kann wachsen nur, wenn die Wurzel die Rebe versorgt. Wir stehen am Anfang dieses Jahres und wir vergleichen das Bild auf uns heute. Ganz aktuell. Es geht heute sehr viel durch die Reihen der Gläubigen, durch die Reihen von Gemeinden. Es ist viel hin und her und viel wird abgeschnitten. Es sind ganz viele Christen, die sagen, was soll ich da noch machen, wenn die Christen solche Dinge machen oder untereinander nicht klarkommen, ja, dann gehe ich lieber weg. Und es gibt ganz viele Reben, die nicht nur von der Gemeinde weggehen, sondern abgeschnitten werden vom Vater, vom Weingärtner. Weil sie sich selber dazu entschieden haben. Und viele sagen, das wird noch bestimmt eine gute Zeit geben, wo alles wieder normal wird und du kannst ganz normal in deinen Gottesdienst gehen und so weiter und so fort. Ich möchte mich da nicht vertiefen. Ihr wisst selber, was heute läuft, alles. Und dieses Bild, das passt heute. Wo sind die Reben, die an Jesus bleiben? Ich glaube, heute ist die Zeit gekommen, wo die Konfessionen sich einfach öffnen müssen. Öffnen, damit alle Reben, die zu Jesus gehören, damit sie verbunden werden. Weil übers Internet heute kann man ganz viel hören und sehen, wo Menschen für Jesus brennen. Es sind verschiedene Aktionen.
zum Beispiel wie Open Doors oder AVC, Menschen, die in allen schwierigen Regionen helfen, da wo Naturkatastrophen sind oder da wo Hunger herrscht oder irgendwo Not ist. Und diese Hilfswerke, die schalten ein und die helfen. Und wenn wir, viele Gemeinden, wenn wir diese Hilfswerke nicht unterstützen würden, dann könnten sie nicht helfen. Und da, glaube ich, ist die große Verbindung, wo Menschen sich treffen an dem Weinstock, als Reben, die Frucht bringen, Frucht, wenn Menschen die frohe Botschaft verkündet wird oder geholfen wird, auch über soziale Wege. Und ich glaube, auch noch mehr, wo Menschen überkonfessionell oder über darüber hinaus, wo Ortsgemeinden gibt und so, wo sich Menschen verbinden. Und ob übers Telefon oder übers Internet, online, passiert manches. Und dann, es gibt immer noch die Möglichkeit, wie Menschen sich verbinden. Und ich sehe das auch bei uns in der Agape, passiert es immer wieder, dass irgendjemand sich meldet. Und übers Telefon oder über E-Mail. Und geschieht es dann, dass wir uns treffen. Und das ist so eine herzliche Liebe. Und das sind so viele schöne Begegnungen, wo wir Menschen sehen, die alle zur Wahrheit stehen. Und wo wir wissen, alles, was gerade passiert, ja, das steht in der Bibel. Und alles geht dem Ende zu. Jesus kommt bald wieder. Und ich denke, jeder kann so selber sich testen. Wenn du hörst, Jesus kommt bald wieder, bist du bereit? Und da kannst du dich prüfen. Wenn du bereit bist, dann geht ein Freudenstich durch dich durch. Und du weißt, oh ja, Jesus kommt bald wieder. Und dann sind wir zu Hause. Lass uns durchhalten. Wenn du aber Angst hast von diesem Satz oder von dieser Botschaft, oh, Jesus kommt bald wieder. Oh, bin ich bereit? Keine Ahnung. Ich habe diese vergangene Woche, gerade an den Feiertagen, bei einem Spaziergang haben wir ein paar Leute getroffen und ich bin mit einem älteren Menschen, 85 Jahre, ins Gespräch gekommen. Und als ich die Frage gestellt habe, ob er denn weiß, ob sein Name im Lebensbuch drin steht, er hatte keine Ahnung. Aber dann haben wir weiter und weiter geredet und wir haben gemerkt, wir sind so ziemlich auf einer Welle. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, dass Jesus bald wiederkommt. Boah, das hat er auch nicht so ganz gewusst. Aber ich glaube, da sind irgendwelche Wurzeln schon drin. Worte, die er schon früher, vielleicht in der Kindheit gehört hat. Und das Leben ist manchmal sehr hart. Ich weiß nicht, ist es ein Bauer oder auf jeden Fall, der hat bestimmt sehr viel gearbeitet. So hat er ausgesehen. Und ich glaube, ich habe gebetet danach und wir haben mit dem Paul gebetet, dass dieser Mann, wir wollen ihn unbedingt im Himmel sehen. Lass ihn, Herr Jesus, suchen und festmachen, das, was er glaubt, dass er die Vergebung annimmt und sein Name ins Lebensbuch eingetragen wird. Ja, genau so einfach geht das. Wir entscheiden, wir sind die Reben. Wir entscheiden, bleibe ich an Jesus, lass ich mich füllen von seinen Worten. Da ist der Saft, das sind die Worte, die Jesus gesprochen hat. Er sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist es, der mich liebt. Später sagt er, da kommen wir nächstes Mal dran, dass Jesus sagt, wer in mir bleibt, der wird viel Frucht bringen. In mir und ich in ihm. Da ist eine Verbindung.
Und das sagen, das schauen wir nächstes Mal an. Jesus hat die erste Frucht gebracht und hat sie dahin gegeben, indem er sein Blut vergossen hat. Er ist auf dem Weg und wir kommen noch weiter. Dieses Kapitel hat besonders viele, viele Perlen und Schätze enthalten. Ich werde es bestimmt auch mit meinem Zeugnis noch verbinden, weil das Wort ist mir sehr, sehr nahe. Und Gott hat schon oft durch dieses Wort zu mir gesprochen. Auch manchmal, ja, durch das Bild. Und so wie wir das kennen. Der Weinstock und die Frucht. Zum Beispiel im Winter gibt es keine Frucht. Und, aber dazu werde ich bestimmt noch einiges erzählen. Und der Heilige Geist hat bestimmt auch für dich schon oder bei dir schon viel gewirkt. Es wäre schön, wenn wir einander ein bisschen ermutigen und auch austauschen. Wenn du was Schönes erlebt hast, teile doch in den Kommentaren. Das wäre schön. Sei gesegnet ganz reichlich. Ich bete, Vater im Himmel, danke für dieses wunderschöne Bild, der Weinstock. Jesus, der Weinstock, ich die Rebe mit vielen, vielen Reben, die noch dazu an dir wachsen und wir sind verbunden. Jeder trägt seine Frucht, die du bewirkst. Und der Vater, er hat das Ganze im Auge und er weiß, wann er Regen schickt, wann er Wind sendet oder wann er Schnee fallen lässt, damit der Weinstock ein bisschen ausruhen kann. Ja, du weißt alles, wann und wie es geschehen soll. Wir bitten dich für dieses neue Jahr 2022, in das wir schon eingetreten sind. Wir bitten dich, dass du uns den Weg vorbereitest und dass du uns führst. Die Zukunft ist uns unbekannt, absolut unbekannt und manchmal erschreckt es uns ein bisschen. Aber manchmal freuen wir uns einfach über das, was du gesagt hast und was du uns versprochen hast. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du so viel Gutes getan hast und uns versprochen hast in deinem Wort, dass du bei uns bleibst bis an den allerletzten Tag. Und dann wirst du uns nach Hause holen. Und was dann hier passiert, das geht uns nichts mehr an. Wir sind dann für ewig bei dir. Wie du das machst, sind wir gespannt und wir bereiten uns vor. Wir bleiben an dir, ganz fest. Und Vater, wir erlauben dir, uns zu reinigen. Schneid ab, was nicht dazu passt, was stört, die Frucht zu bringen, was den Saft wegnimmt, damit die Frucht nicht gut wird. O Vater im Himmel, wir wollen ganz gute Frucht, dass dein Name verherrlicht wird dadurch und ganz viele Menschen von deiner Schönheit sehen und auch gespeist werden und von diesem Blut noch trinken, damit sie geschützt werden, damit sie gereinigt werden, damit sie erlöst werden, gekauft von dir, Herr Jesus, mit deinem wunderbaren Blut. Wir beten dich an, wir loben deinen Namen. Amen. Shalom, meine lieben Geschwister, und bis zum nächsten Mal.